Ja, also liebe YouTube-Freunde, aufgeweckte Bürger, wir hier in Chemnitz zur Gelbwesten-Demo. Also wir sind bestimmt auch wieder über 30, gehe ich mal davon aus. Also es sieht gut aus. Ich habe noch nicht durchgezählt. Es waren jetzt natürlich sehr, sehr viele Diskussionen im Vorfeld. Also der gesunde Menschenverstand hier auf der Straße, das ist ganz, ganz wichtig für Gerechtigkeit, Völkerverständigung, weil auch in Frankreich haben die Bürger, die dort auch schon eine Weile dort wohnen oder länger wohnen, den Kanal voll. Und ein großes Beispiel war jetzt wieder die Wahl, die Ministerwahl in Erfurt. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird gewählt. Man muss dazu sagen, mit einem gewissen Schachzug, was aber ganz legitim ist, hier in diesem Land kann man machen, wo man dann Leute aufstellt und dann im letzten Ende zieht man dort den Leute zurück und tut die natürlich dann in anderen wählen, wo die Chancen größer sind. Und Frau Merkel unten in Afrika sagt, das muss unbedingt rückgängig gemacht werden. Also da sieht man das Bürokratieverständnis eines Staatsoberhauptes, beziehungsweise, wie man es früher gesagt hat, eigentlich Staatsratsvorsitzende. Jetzt habe ich es raus. Ja, so war das eigentlich, wie gesagt. Ja, also wer Lust hat und noch nie gesehen hat, ich war heute mal privat noch schnell unterwegs auf dem Fichtelberg. Das ist bei uns der höchste Berg hier in Sachsen. Und da wollte ich euch einmal ein paar Winterbilder übermitteln. Ich denke, dass es gelungen ist. Und ja, heute hatte ich ganz schön zu tun. Dann hatten wir noch Ratsfraktionssitzung bei Pro Chemnitz hier im Rathaus. Ja, und jetzt die Gelbwesten hier in Chemnitz. Wir haben jetzt ungefähr 2 bis 3 Grad plus. Ja, also es sind doch relativ viele gekommen. Wunderbar. Ein paar haben sich abgemeldet. Krankheit bzw. hatten was anderes vor. Aber das ist nicht so schlimm. Also das finde ich schon mal gut. Ja, also wie gesagt, Gerechtigkeit. Es gibt hier Leute, die sich 40, 45 Jahre haben die gearbeitet und dann reicht das Geld nicht mal für die Rente, Leute. Und es gibt genug Elend im eigenen Land. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da sollte erst einmal sich drum gekümmert werden. Da scheint aber kein Geld da zu sein. Ja, Leute. Traurig, traurig. Und aber die ganze Welt retten wollen. Ist zwar auch legitim, aber man sollte erst mal an die denken, die es erarbeitet haben, die Steuergelder. Das ist entscheidend. Das hat ein bisschen mit Gerechtigkeit und mit Gewissen zu tun. Aber das ist leider hier in dieser Politik, siehe Erfurt, ja, ist das ein Defizit hier. Traurig. Das wurde Demokratie offen zu Grabe getragen. Genau so ist es. So kann man es auch sagen. Ja. Die Demokratie ist offen zu Grabe getragen worden. Schon alleine, schon alleine die Geste, wo die Chefin von den Linken einen Blumenstrauß einfach vor die Füße wirft. Also Leute, da kann man sehen, wie diese Leute oder was diese Leute für Demokratieverständnis haben. Demokratie heißt auch mal was anderes aushalten zu müssen. Genau, genau. Eine andere Meinung ertragen. Genau. Und das ist natürlich in der Demokratie so, dass man dort Mehrheiten braucht. Das ist auf jeden Fall entscheidend. Wenn man da schon von der Demokratie redet, sollte man es dann auch durchziehen. Und das ist eigentlich schon ein Mango, oder zumindest, was ich gestern auch bei Facebook geschrieben hatte, dass sich dann Merkel und Co., die Altparteien,
aber richtig entlarven. Zumal kommt noch bei etlichen Talkshows, wo Herr Höcke als Faschist genannt werden kann. Also egal aus welcher Parteienspektrum da Leute kommen, die demokratisch gewählt worden sind, sowas zuzulassen, dass das auch rechtens ist, wenn man sowas zu einem sagen kann oder muss, oder ne, muss nicht, aber kann, ist doch irgendwo die Demokratie wirklich zu Grabe getragen worden. Also, und nicht erst seit gestern, das geht ja schon eine ganze Weile. Also das ist schon echt der Wahnsinn, der absolute Hammer, was da abgeht. So, also jetzt biegen wir in die innere Klosterstraße ein und hier haben wir wieder unsere Pinguine, die natürlich jetzt ganz sehr auf uns gewartet haben. Und wie gesagt, die freuen sich hier, sieht man ja. Na, ja, wenn wir noch eine Weste extra noch mitgehabt hätten, da hätten wir sie vielleicht mal eine anziehen können, zumindest mal eine Bassprobe machen können. Aber wie gesagt, macht's schön gut. In 14 Tagen kommen wir bestimmt hier wieder vorbei. Ja, Leute, Humor, Satire ist immer mit dabei. Das muss man haben. Ja, lasst euch, auch wenn es schwerfällt, lasst euch den Humor nicht nehmen. Ist leider so. Und das ist wichtig. So, wer noch jetzt neu dazugekommen ist, herzliche und patriotische Grüße erst einmal hier aus Chemnitz. Also, mir fallen schon ein bisschen auf. Das ist ja der Grund, dass wir auch in die Innenstadt hier wollen, im Prinzip. Das ist die Flaniermeile hier, mehr oder weniger hier von Chemnitz. Und ja, Wetter wunderbar. 2 bis 3 Grad plus. Wir werden sicherlich noch ein paar Minusgrade heute Nacht, denke ich mal. Ja. Und heute sind noch ein paar neu dazugekommen. Oder ansonsten der harte Kern. Ja, also was ich gleich noch mal sagen muss, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob ich das letztens zum Montag bei Pegida gesagt habe. Also der Sternenmarsch am 4.4. Ganz wichtig, dass er praktisch in Plauen losgeht, vormittags. Die Flyer kommen noch, also in Plauen, Leipzig, Dresden. Und dann, nach dieser Kundgebung in den jeweiligen Ort oder Stadt, dann von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr in Chemnitz am Nischel, beziehungsweise, also wir sagen Nischel, die anderen kennen das nur als Karl-Marx-Monument. Ja, Leute, das ist erstmal wichtig, die Flyer kommen noch, das hat sich alles ein bisschen verzögert. Es musste auch nochmal alles neu angemeldet werden. Alles, weil leider der Frank Spiekermann, Gott hat ihm selig, gestorben ist in der Zeit. Also wie gesagt, es ist nicht ganz einfach und zwecks Datenschutz sind auch die Sachen auch nicht so richtig raus. Hat man uns die auch nicht wieder rausgegeben, zwecks Datenschutz. Bei sowas ist der Datenschutz, steht da ganz hoch, aber bei anderen Sachen eher manchmal weniger. Aber ja, traurig. Aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, ich hoffe, dass es Erfolg wird. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und der Flyer, da ist in Arbeit, da war heute schon, ich habe ihn schon mal gesehen, da hat aber noch ein bisschen was gefehlt. Weil es dann passieren kann, also es passiert nicht, also es kann nicht passieren, das passiert dann, dass dann in bestimmten Büros hundert oder tausende von Leuten anrufen und sagen, wo ist es denn genau? Wann ist es genau? Leute, das muss natürlich draufstehen. Ne? Aber es kann passieren, wir haben darauf hingewiesen, es kommt noch, wir haben noch Zeit und der Flyer, wir müssen mal sehen, was noch Flyer verteilen ist. Ansonsten elektronisch auf jeden Fall. Das ist auch eine Sache. Das Problem ist bloß, wir erreichen da keine neuen Leute, weil wir in unserer Blase dann mehr oder weniger sind. Ist schon eine größere Blase, muss ich mal dazu sagen. Aber
Alle erreichen wir nicht. Also da wäre schon mal günstig, wenn wir dann doch ein paar Flyer noch zum Ausdrucken hätten, beziehungsweise gedruckte Flyer, die dann verteilt werden. Also ein bisschen Zeit ist noch. Und man kann auch Mundpropaganda machen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, so, also jetzt hier endet die innere Klosterstraße und das ist der Markt vorm Rathaus und dann geht das in den Rosenhof. Also wie gesagt, das geht noch dazu, das sieht man dort oben, Rosenhof Arkaden. Arkaden. Ja. Ja, also wie gesagt, ich war ja am Montag bei Pegida. Ich wäre dann beim nächsten Mal Pegida. Auf jeden Fall wollte ich mit Pegida nochmal reden, dass sie das auch noch mit unterstützen, mit diesem Sternenmarsch. Mal sehen, was sie so richtig von der Meinung haben, weil das ist immer ein bisschen schwierig. Dieses Kompetenzgerangel ist eigentlich traurig, weil es geht um die Sache. Das ist entscheidend. Und wenn es um die Sache geht, soll auch etwas rauskommen bei der ganzen Geschichte. Und wir werden sehen. Was ich noch mal ans Herz legen könnte, das wäre, weil viele aufgeweckte Bürger von den alten Bundesländern, die setzen sehr, sehr viel Hoffnung in Mitteldeutschland, weil erstens dort mehr Leute aufgeweckt sind. Muss man dazu sagen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, weil wir früher schon gelernt haben, zwischen den Zeilen zu lesen und schon mal so ein System hatten, wo wir jetzt voll wieder reingeraten in dieses System, was eigentlich keiner will, beziehungsweise in eine Diktatur möchte eigentlich keiner. Und wir im Osten, wir haben das schon einmal erlebt und möchten das nicht wieder. Und deswegen ich zum Beispiel das sechste Jahr, wo ich hier auf der Straße bin und darauf hinweise, dass bestimmte Sachen hier absolut schief laufen. Ich bin mittlerweile schon der Überzeugung, dass hier alles schief läuft. Also Wahnsinn. Und das Schlimme ist eigentlich, wenn man sich unterhält, was noch mit dazu kommt, gerade jetzt Automobilindustrie oder Bundeswehr sowieso, Bildungssystem. Und alles zielt eigentlich in Richtung, unser Land, unsere Wirtschaft zu zerstören. Und das kann eigentlich von denen, die hier schon länger wohnen, nicht gewollt sein. Wie gesagt, bei Politikern, die diese Richtung eingeschlagen haben, muss man immer nachfragen, von wo werden die gesteuert. Und wenn man dann eventuell dann auch Geldflüssen hinterher recherchieren tut, dann könnte man dann drauf schließen, wer hinter dieser Geschichte steckt. Also wie gesagt, es ist schwierig, es ist nicht einfach, aber auf die Straße Gesicht zeigen ist ganz, ganz wichtig. Und gemeinsam, das ist eigentlich das Zauberwort normalerweise, gemeinsam, was ich immer sage, gemeinsam gegen das Unrecht kämpfen. Ja, Leute, und ich denke mal, jeder bekommt das mit und spätestens jetzt, wenn dann irgendwelche demokratische Wahlen, egal ob mit Schachzug oder nicht Schachzug, getätigt werden, wenn es von Linken, Roten, Schwarzen getätigt wird, dann ist das alles okay. Und wenn es von der anderen Richtung kommt, ich grüße dich, wenn das von der anderen Richtung kommt, ist es verwerflich, verboten oder sonst irgendwie. Und das kann eigentlich nicht sein. Ja, ja, ne, es sind immer ganz schön ein paar Leute hier. Ja, hast du eine mit? Nee. Aber für mich nicht. Nee. Bleibst du schön hinter mir. Ja. Ja, also das ist schon Wahnsinn, was da so abgeht. Und man muss dazu sagen, auch hier im Osten, gerade auch in Sachsen, ich bin da, also das ist kein Gerechtigkeitswahn oder sowas, aber wenn ich jetzt merke, dass hier gewaltig was schief läuft und teilweise habe ich auch als Selbstständiger viele Sachen am eigenen Leibe erfahren und da muss man dann sagen, also es kann nicht sein. Und das ist dann nur die Spitze vom Eisberg und das betrifft ja noch viele, viele andere. Und wer auf der einen Seite
predigen tut, von Gerechtigkeit, von die ganze Welt retten wollen und schafft es nicht immer, das eigene Volk zu retten bzw. gerecht zu behandeln. Ja, also da läuft ja gewaltig was schief. Das ist schon erst einmal, was Fakt ist. Und das tun wir natürlich hier mit den Gelbwesten kundtun und zeigen Gesicht. Und da ist ja natürlich auch nichts Verwerfliches. Und wenn jetzt hier der Verfassungsschutz mal mit zuschauen sollte wieder, ich grüße Sie, also nicht herzlich, aber ich grüße Sie. Und dann muss ich das nochmal anbringen. Wenn der Verfassungsschutz bestimmte Demos oder bestimmte Leute überprüfen will und soll, dann soll er es machen. Kein Problem. Und wir gehen in Anführungsstrichen, wir gehen auch für diese Leute, deren Familien auf die Straße, um hier auf bestimmte Sachen hinzuweisen, die schief laufen. Und das müssten die Leute im Prinzip erst recht mitbekommen, weil die ja noch tiefer in der Materie drin stecken. Und ja, und was wollen sie machen? Wollen sie uns das Gerechtigkeitsgehen, das Wahrheitsgehen, das Meinungsfreiheitsgehen rausreißen? Also Leute, wie gesagt, so mal bloß meine Überlegungen, die ich da jetzt mal hier stehen lasse. Und da sollte mal jeder drüber nachdenken. Und ja, so ist es einfach. Es wäre gut, dass auch in diesen Kreisen ein größerer Mut zu finden wäre. Das will ich mal mit sagen. Also ich denke mal, Meinungen gibt es auf jeden Fall mehrere, die auch in unsere Richtung gehen. Gehe ich mal voll und ganz davon aus. Und ja, und jetzt hätte auch die Thüringer CDU die Möglichkeit, hier etwas zu retten, was sie versäumt haben. Und auch die Werteunion, die hat wirklich kläglich versagt. Aber sie könnte jetzt auf jeden Fall noch was retten, wenn sie hier in eine gewisse Richtung macht. Und wie gesagt, Parteien, die demokratisch gewählt wurden, dann die Chefs davon als Faschisten bezeichnen zu lassen und sowas. Also Leute, das geht doch gar nicht. Und dann muss man den Herrn Höcke nicht mögen oder mögen oder sonst was. Es gehört sich einfach nicht. Es gehört sich einfach nicht, weil da müsste man dann sagen, im Duden, diese Bezeichnung, die gibt es gar nicht so richtig als Faschist, weil die richtigen Faschisten, die gibt es schon gar nicht mehr. Und die Leute, die jetzt auf bestimmte Sachen hinweisen, die haben mit den 12 Jahren Faschismus nichts am Hut und nichts damit zu tun und wollen auch nichts damit zu tun haben. Also wie gesagt, das nur mal so zur Klarstellung. Ganz wichtig. Wahnsinn. Sandro, hast du schon mal gezählt hier, wie viele Leute wir sind? Nee, doch. 30. Wie viel? Circa 30. Ja, gut. Sehr schön. Ich hatte schon gedacht, es ist ein bisschen mehr. Aber ja. Also hinter uns, ja. Nee, ist aber schon mal ganz gut. Ja, also hier die Innenstadt. 31. Hast du Kalle mitgezählt? Ja. Jawohl. 31. Nichts raus, wir müssen bei. Genau. Nee, da gehört aber voll mit dazu, ja. Das ist der linke Flügel. Jetzt der Teil der Linke, ja. Stimmt. Hättest du auch nicht gedacht, bei den Gelbwesten zum linken Flügel gehören. Zu hören. Jetzt hab's raus. Oh, schwierig. Ja. Also wie gesagt, ich habe heute schon, war auf dem Fischelberg heute, im höchsten Berg von Sachsen. Ich denke mal, dass das auch ganz gut rübergekommen ist. Teilweise sieht man das oder denkt man, das ist Schwarz-Weiß-Aufnahme, aber das ist keine Schwarz-Weiß-Aufnahme. Die Verhältnisse, die waren einfach so. Und, aber dafür wird er jetzt entschädigt. Also hier ist sehr, sehr viel bunt jetzt im Bild. Jetzt sind wir hier in der Galerie Roten Turm. Und das ist praktisch der Neumarkt hier.
von der anderen Seite vom Rathaus. Jetzt zeige ich euch nochmal unser Rathaus hier. Muss ich dazu sagen, beim nächsten Brückengespräch, obwohl der Thorsten krank ist, dann wünsche ich mal von hier schon mal gute Genesung. Wollte ich eigentlich meine Rede hier gegen den Klimanotstand noch mit wieder vorlesen. Und ja, wir haben, ja, das hat er extra, haben wir praktisch dazu gemacht. Wir haben abgewandt, diesen Klimanotstand ist so richtig. Wie gesagt, ein paar Details, was ich da geschrieben hatte. Ich sagte, diese Klimahysterie, das ist dann wirklich wahrscheinlich ein Geschäftsmodell, wo man der kleinen Frau und den kleinen Mann wieder in die Tasche greifen kann. Und das kann es wohl nicht sein. Und gerade Deutschland auf dem Globus anschauen und die ganze Welt, Kraftwerke um die 600 sind neu gebaut worden oder noch im Bau befindlich in China und 800 neue sind in Planung. Also Leute, und hier wird überall aus der Kohle, aus der Atomenergie rausgegangen, bis wir dann einen richtigen Blackout haben. Und der kommt sicherlich irgendwann mal. Und wenn man dann jetzt bauen tut, das muss man sich mal vorstellen, das sind einheimische Rohstoffe, Bodenschätze, die wir noch haben. Wenn man jetzt im Prinzip auf Gaskraftwerke umsetzt, macht man sich abhängig. Entweder von Fracking-Gas oder von russischem Gas. Also wie gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und ja, also dann kann eigentlich dann auch nicht gewollt sein. Und ja, also gesunder Menschenverstand, da fehlt da etwas. Und bei den Grünen, wenn da hier, ich weiß nicht, war es die Frau Baerbock, die da erstmal von Kobolden geredet hat. Die baut der Kobold ab. Und ja, Kobolde, jawohl. Und dann noch diese Sache, das ist genau ausgerechnet, das Netz speichert, ist zum Speichern da. Wo so gut wie alles nur Verbraucher sind, speichert das Netz. Also wie gesagt, total hirnrissig, also dümmer geht's eigentlich nicht, solche Aussagen zu treffen. Also ja, aber wem wundert's, wenn dann eben bildungsmäßig nicht allzu viel los ist, ist es dann, ja, kommt eben dann sowas raus. Ja. Das ist halt so. Ja. So, jetzt sind wir schon fast wieder an unseren Ausgangspunkt zurückgelaufen. Ja, die Flaniermeilen sind relativ gut besucht. Die Leute geben eben Geld aus. Das ist halt so. Und denken nicht so richtig an die Zukunft. Für sich selber, für andere Leute. Vorsicht, hier auch wieder so voller. Ja, und das ist eigentlich das Traurige bei der ganzen Geschichte. Und die gehen lieber hier ihr Geld zum Fenster rausschmeißen teilweise und denken ja an die Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder. Schon irgendwo macht einen das ein bisschen traurig. So, jetzt sind wir wieder hier vorm Roten Turm angelangt. Wisst ihr was noch? Ja. Willst du rein? Ja. Also nochmal von der Stelle, wir haben, nee, nicht rein. Nee. Von der Seite. Gut, ja. Nochmal Chemnitzer Feld nächsten Mittwoch, dieses Mal ja mit Livestream. Ja? Ich versuche mal dort einen Livestream zu machen, habe ich wenig Arbeit. Wir müssen keine Videos anstückeln. Ja. Ist, denke ich mal, wir müssen es mal sehen. Ich muss aber dann noch kurzfristig entscheiden, da muss ich mal sehen, wie der Empfang ist. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, das ist ja nur nicht gerade mitten in der Stadt, aber das ist in der Stadt. Und da gehe ich mal davon aus, dass das auf jeden Fall funktionieren wird. Mittwoch Chemnitzer Feld. Genau. Wer Näheres wissen will, über den Bernd. Über mich, genau. Und, ja. Das ist nur eine, im Regelfall für die relevant. Die wann ging es wieder los? 19 Mittwoch, Uhr. Mittwoch, 19 Uhr. 19 Uhr, genau. Genau. Ich werde auf jeden Fall dort vor Ort sein. Ja. Und das Thema noch. Mach schön gut. Gute Besserung. Ja, danke. Und schön, danke nochmal. Das muss aber nicht sein. Thema ist der sächsische Zopf. Der sächsische Zopf. Gut. Kann ich alle überraschen lassen. Einmal frei. Klingt schon mal interessant. Interessant, jawohl. Was ist es?
Genau. Nee, das ist schon mal gut. Sehr schön. Jetzt werden wir noch mal zum Sandro gehen, ob der noch mal was sagen will. Sandro, willst du noch mal was? So. Schönen guten Abend nochmal, alle, die jetzt dazugekommen sind. Es sind noch zwei, drei. Wir haben eine ereignisreiche zwei Wochen hinter uns, vor allen Dingen die letzten paar Tage. Wir haben gestern wirklich hautnah alle erlebt, wie die Demokratie zu Grabe getragen wurde. Wie eine Bundeskanzlerin ihre Macht ausgenutzt hat, um einen gewählten Ministerpräsidenten aus dem Amt zu drücken. Bei einem, das ist Fakt, die Leute, die im thüringischen Landtag saßen, waren vom Souverän, vom Volk gewählt. Die saßen nicht umsonst da. Ja, er hat sich zur Wahl gestellt, der Herr Kemmerich, er ist gewählt worden. Er ist in geheimer Wahl und legitim gewählt worden. Und da gibt es keine Aussage von unverzeihlich oder rückgängig zu machen. Weil das ist politisch ein Fakt und das ist auch demokratisch. Und Demokratie heißt vor allen Dingen auch die Meinung eines anderen aushalten können. Ja. Und das können unsere Obrigkeit nicht. Es muss, wird halt mittlerweile, wie man schon so spaßhaft sagt, in Deutschland wahrscheinlich so lange gewählt, bis das Ergebnis passt. Was gestern gelaufen ist, ist eigentlich, wenn man es richtig nimmt, verfassungswidrig. Weil der Bund hat keinen Einfluss zu nehmen auf die Landespolitik, was im Landtag läuft. Solange es nicht gegen Bundesgesetze verstößt. Das ist der erste Punkt. Man mag zu Herrn Höcke stehen, wie man will. Ihn öffentlich als Faschist zu bezeichnen, auch als Parlamentarier, hat für mich mit politischer Immunität nichts mehr zu tun. Solche Leute gehören vor Gericht gestellt, weil das ist gegen die Menschenwürde. Das ist ein Verstoß gegen Artikel 1 unserer Verfassung. Einer unserer Grundsätze, das höchste Gut ist die Menschenwürde. Und dagegen wurde offiziell und öffentlich verstoßen. Und dieser Mann, der das geäußert hat, und diese Frau, die werden wahrscheinlich teilweise nicht belangt werden, weil sie sich hinter der politischen Immunität verstecken und unsere Staatsanwälte zu feige sind, das Gesetz durchzusetzen. Wir haben in diesem Rechtsstaat dieses riesengroße Problem, dass Staatsanwälte normalerweise dem Gesetzbuch verpflichtet sind. Gehandhabt wird es in Deutschland so, dass Staatsanwälte den Weisungen des Innenministeriums folgen. Das nächste ist, wir haben in diesem Land eine vierte Macht, die heißt öffentlich-rechtlicher Rundfunk eigentlich. Das Problem an der Sache ist, die Medienräte, die bestimmen, was in diesem Rundfunk passiert, werden zu über 90% von Parteien besetzt. Und zwar von den Parteien, die in den jeweiligen Ländern regieren. Sie sollen diese Parteien kontrollieren und nicht von ihnen gesteuert werden. Im WDR-Wissenssendung aktuell in diesem schönen Rundfunkrat von 60 Teilnehmern sitzen, von 59 Teilnehmern sitzen zwei frei gewählte Bürger. Der Rest sind von Parteien abgesandte Delegierte. Ein Hohn ist das. Und das hat öffentlich-rechtlich nichts mehr zu tun. Also ist diese vierte Macht in dieser Gewaltenteilung dieser Demokratie nicht gegeben. Wir sprechen von einer Demokratur oder einer reinen Parteiendiktatur. Ja. Und wir können es ohne Probleme aus dem Fenster lehnen und können sagen, es ist so. Ja. Unser höchstes Kontrollorgan ist das Bundesverfassungsgericht. Normalerweise gehören da rein frei gewählte Richter, die aufgrund ihres Wissens, ihrer Kompetenz dieses Recht erlangen, im Bundesverfassungsgericht zu sitzen. Gehandhabt wird das folgendermaßen: Das Innenministerium bestimmt, welcher Richter im Bundesverfassungsgericht welche Position bezieht und wer reinkommt. Der nächste Präsident des Bundesverfassungsgerichts, dieser Herr Dr. Hebner, wie heißt er, oder Hebner, von der CDU, ist Anwalt. Er hat noch nie als Anwalt gearbeitet, geschweige denn als Richter. Und soll Chefpräsident des Bundesverfassungsgerichts werden. Nur aufgrund seines Parteibuches. Und die Hauptaufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist normalerweise die Kontrolle der Arbeit der Regierung. Genau. DDR 2.0 lässt grüßen. Schlimmer. Ja, genau. Es ist schlimmer. Schlimmer. Ja. Weil dieses System hat sich über viele, viele Jahrzehnte erarbeitet, wo sie jetzt stehen. Ja. Und sind jetzt frech genug, uns auf den Kopf zu pissen und uns nicht mehr das als Regen verkaufen zu müssen. Ja. Ja. Sie verstoßen öffentlich gegen die Verfassung. Man muss sich sehen, in Thüringen, die Ausstellung des Kandidaten der FDP war von vornherein klar, dass er nur mit der Stimme der AfD überhaupt eine Chance hat. Man hat das in Kauf genommen nach dem Motto, wenn es der Bürger duldet, lassen wir es laufen. Wenn ein riesen Hype gemacht hat, wie es jetzt passiert ist, ist die FDP der Blöde.
Der einzige und die verlogenste Nummer an der Sache ist eigentlich die CDU. Die wären die stärkste Fraktion gewesen, die noch in der Lage gewesen wäre, einen Ministerpräsidentenkandidaten zu stellen, aber sie wollten sie die Blamage nicht geben. Genau. Also wurde die kleine FDP vorgeschickt und geopfert. Hm. Ja. Das ist zwar jetzt nicht aufgegangen, wenn man jetzt die Umfragewerte sieht, am meisten hat die CDU an der Nummer eingebüßt. Hm. Die Leute durchschauen es, das Kartenhaus bricht zusammen. Es geht langsam los, aber leider zu langsam. Ja. Und Leute, passt auf, das Schlimme, was jetzt wieder läuft, vor 3 Tagen hat der Migrationsrat oder Rat der Migranten in Deutschland beantragt, in Artikel 3 im Grundgesetz ändern zu lassen. Und zwar, ich komme gleich dazu, Artikel 3 ändern zu lassen, und zwar, dass fremde Nationalitäten als Minderheiten in Deutschland zugelassen werden und separat unter Schutz gestellt werden. Die Idee ist nicht schlecht. Wir haben das in Sachsen mit den Sorben. Das regelt bei uns ein Landesgesetz, funktioniert wunderbar. Man pocht auch mittlerweile darauf, das im Artikel 3 des Grundgesetzes festzulegen. So, dann fragt man sich, wozu das? Warum nicht einfach ein Bundesgesetz und fertig? Die Leute haben ein Problem. Wir haben in unserer Verfassung diese 20 Grundartikel. Die ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes haben da Leute ausgearbeitet, die nicht ganz dumm waren. Die waren wirklich nicht ganz dumm. Und der Artikel 20 beschützt die ersten 19, nämlich Veränderungen. Und wenn sie Artikel 3, und in den ersten 19 Artikeln ist alles festgeschrieben. Da ist die Demokratie festgelegt, da ist der Föderalismus festgelegt. Da ist die Freiheit festgelegt, die Unversehrtheit, die Menschenwürde, die Freizügigkeit und alle Grundrechte sind in den ersten 19 Artikeln. Dazu gehört auch das Demonstrationsrecht, das Versammlungsrecht. Es ist alles dort drin und wird beschützt durch den Artikel 20, der diese Dinge als Ewigkeitsklausel unabänderlich macht. Wenn Sie jetzt aufgrund dieser Neuregelung dieser Nationalitäten den Artikel 3 ändern wollen, müssen Sie den Artikel 20 ändern. Und dann können Sie den Rest auch ändern. Dann kommen Sie an Artikel 1 bis 19 komplett ran. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck. Man hat das versucht, über die Organspende hat das nicht funktioniert. Jetzt versucht man es über den Weg. Es werden immer mehr Angriffe auf dieses Grundrecht vorgenommen, aus dem einfachen Grunde, Deutschland geht nicht in Europa. Weil in den Grundrechten steht, in den Grundartikeln, in den ersten 19 Dingen steht drin, dass Deutschland ohne eigene Verfassung, die wir noch nicht haben, das Grundgesetz ist keine Verfassung, was es selber sagt, keinem anderen Staat oder Konstrukt beitreten darf. Also auch nicht einer Vereinigten Staaten von Europa. Deutschland darf aufgrund des Grundgesetzes nicht beitreten, solange dieser Artikel nicht geändert ist. Jetzt kann man sich vorstellen, warum die diesen Artikel 20 ganz, ganz dringend weg haben wollen. Mhm. Mit allen Mitteln. Man hat es über die Organspende probiert. Ja. Jetzt versucht man es über Minderheiten. Und es wird weitergehen. Haltet die Augen offen. Das sind die einzigen, das sind die wahren Gefahren. Man versucht uns gerade, unsere Grundrechte zu nehmen. Man hat sie schon beschnitten auf das, was die Verfassung hergibt. Und jetzt versucht man sie uns wegzunehmen. Weil unsere Verfassung durch den Artikel 20 eigentlich die Grundrechte sehr, sehr gut schützt. Man kann nicht viel machen an der Demonstrations- und Versammlungsfreiheit. Man kann zwar die Demonstration, die Versammlung ein bisschen schikanieren, ein bisschen Bürger, aber verbieten kann man es nicht. Dann können sie es. Und das würden sie gerne. Lasst es nicht zu, haltet die Augen offen. Man kämpft jetzt auf einem Niveau gegen die Menschen. Und nur um dieses Vereinigte Staaten von Europa als Gegenpol, als Wirtschaftsmacht hochzubringen, um zu verhindern, dass die Welt sich in einer Art Zusammenwirtschaft zusammentut, vielleicht auch friedlich, dass irgendwas mit den Russen zustande kommt oder mit den Chinesen, eine Annäherung. Man will das ganz klar verhindern. Und hier sind Geldspieler am Markt, das ist die Fed, das ist BlackRock, denen schwimmen durch Trump die Fälle weg. Weil Trump macht eindeutig in den USA schwer gegen die Politik. Man muss Trump seine Politik nicht mögen, ich bin auch kein Freund von ihm, ich halte ihn auch für gefährlich. Bloß das, was er bis jetzt macht, kann man ihm nicht negativ nichts Negatives vorwerfen. Er hat noch keinen Krieg angefangen, das hat noch kein Präsident vor ihm geschafft. 3 Jahre zu regieren, ohne überhaupt einen Kriegsschauplatz zu haben. Er hat zwar seine eigene Meinung, auch manche kontroverse Sachen. Ich mag ihn persönlich nicht, er ist mir unsympathisch, aber ich kann ihm nichts vorwerfen. Und aufgrund, dass er die Politik gegen diese Banker macht, gegen dieses dieses Geldsystem, er diskutiert ja auch mit Putin offiziell, da haben sie ja schon wieder diskutiert, um Goldstandard.
Das wäre Ende für alle Zinsgeschäfte. Das haben die Banken mörderische Angst davor. Der Engländer ist raus aus der EU. Der Schwede ist der Nächste, der wahrscheinlich gehen wird. Da wird es nicht lange dauern, werden die Ungarn gehen. Dänemark will ja auch noch. Dänemark ist auch ganz stark im Kommen in dem Thema. Denen schwimmen die Fälle weg. Diese Banken-Fuzzis, die das Geld haben, diese Geldeliten, haben nur noch in Teilen Amerikas die Macht, in England und in Europa. Den Rest haben sie schon verloren. Und die brauchen ein wirtschaftlich starkes Europa, ein gesamtes, was sie mit einer Regierung gesamt kontrollieren können, um sich wieder auszudehnen, um sich Afrika, Indien und so weiter zu schnappen. Es geht hier nicht gegen Deutschland. Es geht gegen unsere Grundrechte, weil wir als Deutsche mit unserem Grundgesetz, unser 28. Artikel, diese EU immer noch verhindern. Unsere Regierung ist nicht berechtigt, verfassungsgemäß Hoheitsrechte an die EU abzutreten, in dem Maße, wie sie es für eine Vereinigten Staaten von Europa müssten. Sie dürfen es nicht, also muss es weg. Deswegen auch der ganze Zirkus hier. So, ich soll alle Rechtsstädte grüßen, aus Rotterdam, aus Holland, von der Katja. Die hat mich gegrüßt. Ja, Katja, kannst du mal zurückdrücken, die wollte gestern Chat kommen, hat sie nicht gesehen. Die faule Socke aus Rotterdam. Herzliche und patriotische Grüße zurück. Ja, das war der Sandro. Leider ist es leider so. Nee, ich bin noch nicht fertig. Ach so. Nee, mach weiter. Also, denk dran. Es ist wichtig aufzupassen, was passiert. Wir haben es jetzt immer gesehen im Hintergrund, immer wenn es was Großes war, wo die Umweltsau war, wollte die AKK im Hintergrund durchdrücken, dass unsere Bundeswehr als Offensivarmee in Afrika eingesetzt werden darf. Den Hirnriss muss man sich mal erklären, das darf sie gar nicht, das ist verfassungswidrig. Richtig. Wir haben in den Grundgerechten in unseren 20 Jahren. Verteidigungsarmee. Verteidigungsarmee und was noch? Ja. Ein absolutes Friedensgebot. Sie versuchen, dieses auszuhöhlen. Wenn sie uns die Grundrechte nehmen, weil die Leute sich um die Migranten und Hinz und Kunst kümmern und um einen WDR mit der Umweltsau und hast du nicht gesehen, und die bauen im Hintergrund die Grundrechte, macht das eines daraus und wir können gar nichts mehr, weil wir gar keine Rechte mehr haben. Genau. Dann ist Schießbefehl. Und wir können auch nichts machen. Das ist ganz schlimm und jetzt kriegt das Wort der Wilfried, weil da will bestimmt seine Veranstaltung ankündigen. Haben wir schon durch. Hast du schon durch? Ja. Wir haben es schon gemacht. Hast du ja schon hier eine Runde, ja? Ja, ja. Gut. Will noch jemand was sagen? Ich. Es ist ja, ja so. Warte, man hat schon den neuen. Was? Ja, da. Ja. Wollen ja auch sehen. Ich mache das jetzt zum ersten Mal, oder? Ich versuche mich jetzt mal normal auszudrücken hier. Ich habe eigentlich nur ein Anliegen, dass wir ja jetzt eigentlich gar nichts mehr mit dem Grundgesetz meiner Meinung nach nichts mehr zu tun haben, da der Versailler Vertrag ausgelaufen ist. Das ist ein Fehler, das ist falsch. Wer ist so ausgelaufen? Und? Hat mit dem Grundgesetz nichts zu tun. Die Alliierten haben die doch gemacht. Nee. Für uns. Nein, aber dann da ist raus. Die haben sowas abgenickt. Der Versailler Vertrag ist schon 2010 ausgelaufen. Hat das Bundes ist immer ein Gerichtshof beschlossen. 2010 mit der Abrechnung, mit den letzten Zahlungen, ist der Vertrag erfüllt. Und der erfüllte Vertrag ist ausgelaufen. Das ist nur Show, es war ein Honigtopf für die Massen, okay, sie wieder zu beschäftigen. Der Versailler Vertrag. Auch teilweise cool. Hoffnungsschimmer. Genauso, jetzt, genauso was die Leute dann propagiert haben, dass nach Russland, die mussten jetzt zu Russland, der Versailler Vertrag läuft aus, die mussten jetzt den Putin-Rapport abliefern. Das ist Quatsch, die Russen haben mit dem Versailler Vertrag gar nichts zu tun. Ja, so habe ich halt aus Internet halt, dass er ja, nicht eben, das ist ein Leimtopf gewesen, um die Leute zu beschäftigen. Das haben wir ja viel. Das ist auch das, die Sache mit der Souveränität. Mal ganz klar, die Souveränität, Deutschland ist teilsouverän. Das liegt aber nicht daran, dass die Alliierten uns die Rechte nicht wiedergeben wollen. Sie können es nicht. In den 2+4 Verträgen ist uns die Souveränität, die wir erhalten können, zugesichert. Steht so drin. Aber es gibt im Völkerrecht dieses sogenannte steinerne Besatzungsrecht. Das heißt für Deutschland, das Besatzungsrecht ist verhängt worden über Deutschland in den Grenzen von 1937 und kann nur für diesen Raum auch wieder gesamt aufgehoben werden. Merkt ihr was? Es geht gar nicht mehr. Es geht gar nicht mehr. Selbst die Alliierten können uns das volle Souveränität nicht zurückgeben, weil die territoriale Integrität nicht mehr gegeben ist. Ja. Es gibt nur für die Deutschen eine Möglichkeit im Völkerrecht, eine reelle, dass die Deutschen zu einer Mehrheit aufstehen und sagen, wir gründen jetzt in den Grenzen, wie wir jetzt sind als Bundesrepublik, einen eigenen Staat, Deutschland, und wir geben uns eine Verfassung. Alles andere wird nicht funktionieren. Alles andere ist völkerrechtlich völliger Humbug und geht nicht. Das geht nur so. Wir müssen genug Leute, die sagen, wir geben uns demokratisch eine Verfassung. In den Grenzen, wie wir jetzt sind. Und dann müssen wir ja noch anerkannt werden.
Da weiß ich aber, dass die Polen und die Tschechen die Ersten sind, die hier brüllen, den Vertrag unterschreiben wir. Weil die Teile, die von Deutschland nach dem Krieg an denen abgegangen sind, genauso teilsouverän wie Deutschland. Die haben Rechts, die haben Staatsterritorien, wo Teile davon teilsouverän sind. Die hängen genauso in der Falle drin wie mir. Und mit der Erklärung, dass Deutschland sich selber abkapselt und sagt, wir sind jetzt, wie wir sind, in den Grenzen, Deutschland, ein eigener Staat, fertig. Wir haben das als Einwohner, als Volk so bestimmt, wir geben uns jetzt die Verfassung, wir sind demokratisch souverän, fertig, aus Ende. Kommen die genauso aus der Nummer raus. Ja, bloß du hast doch den 162 gehabt, den haben sie eigentlich schon wieder Einheit dann hinten runterfallen lassen. Das Schlimme ist, man hätte das schon 1990 machen können. Dr. Schäuble war damals beauftragt mit der Nummer, die Einheit, praktisch das Rechtliche zu klären. Der Schäuble, den er kennt, der hat einen Rollstuhl, der überall drin rumrührt. Ja, er ist einer der mächtigsten Männer in Deutschland, muss man sagen, wie es ist. Er war damit beauftragt und er hat die Wahl gehabt zwischen Artikel 23 Grundgesetz, Beitritt, und Artikel 146, die sogenannte Wiedervereinigung. 146 hätte zur Folge gehabt, Deutschland hätte sich automatisch sofort eine Verfassung geben müssen. Deutschland wäre sofort souverän gewesen. Das lag in der Scheidungsmacht der Deutschen, nicht der Alliierten. Aber Deutschland wäre am selben Moment aus der NATO raus gewesen und wäre aus der EU raus gewesen. Und das wollten sie nicht. Also haben sie sich für die 23 entschieden. Was völkerrechtlich eigentlich sehr kritisch zu sehen ist, weil die DDR ja ein souveräner, freier Staat war. Eigentlich hätte man das umdrehen können, dann hätten aber die Politiker aber von der Bundesrepublik nicht gewollt. Ihre Macht verloren in dem Moment. Genau. Man hätte sagen können, man nimmt die BRD zur DDR, das wäre gegangen, weil die DDR war ein souveräner Staat. Die DDR war in der EU durch die schöne Hallstein-Doktrin. Die DDR war im RGW und in der EU, in beiden drinnen. Sie wurden auch aus dem Ostblock, die waren in die DDR gebracht und dann in den Westen, weil sie dann keinen Zoll bezahlen mussten. Und genauso hat der ganze Westen, die waren in die DDR gebracht und dann von dort aus in den Ostblockländer verteilt, weil sie auch keinen Zoll bezahlen mussten. So, dieser Punkt hätte man so rum machen können, das wäre gegangen, bloß da wäre die gesamte Führungsriege in der BRD in dem Moment, Mitternacht, arbeitslos gewesen. Hätten ihre Macht alles im selben Moment verloren. Die hätten ihren eigenen Ast abgesägt. Ja, und das haben sie garantiert nicht tun. Und so sind wir jetzt mittlerweile in einem Dilemma, dass wenn wir keine Partei politisch im System so weit hochbringen, die das durchsetzt, die moralisch so viele Leute haben, die das durchsetzen wollen, ja, haben wir niemanden, der das wirklich rechtlich durchsetzen kann. Die jetzigen Parteien werden es nicht tun, weil sie ihren eigenen Ast absägen. Die jetzt neu in Parlamente rein wollen, haben keine Chance, weil denen das Geld fehlt, weil sie von oben platt gemacht werden und klein gehalten werden. Und die Leute, die es begriffen haben, sind einfach noch zu wenige. Die Leute, die es wirklich begriffen haben, wir haben es gestern mal grob, sind zwischen 50 und 120.000. Wir wollen ein System von 80 Millionen bewegen. Das ist hirnrissig eigentlich. Wir haben es so begriffen, die anderen. Und das Schlimme ist, wir werden nicht regiert von Regierenden, sondern von Angst. Die Leute haben Angst, ihren Job zu verlieren. Ihren sozialen Status für die Leute haben Angst. Das stimmt. Die haben aber so viel Angst, dass sie nicht mehr, den Mut finden, die Sache in die Hand zu nehmen und selber zu handeln. Und da müssen wir Leute hinbringen, dass die demokratischen Wege, wir haben ein Grundgesetz, die ersten Sachen, die sind gut. Und gegen die kann auch keiner was sagen. Nehmt die in die Hand und wehrt euch damit. Geht auf die Straße, es kann euch keiner verwehren. Wenn ihr damit diskutiert, wer euch da als Nazi bezeichnet, macht sich strafbar und sei es ein Politiker. Weil das sind unsere demokratischen Grundwerte, die sind festgeschrieben. Die zählen für alle. Das ist ja das nächste Problem. Wir haben ja eine Regierung, die besteht aus, wie es gestern Paul Bloss gesagt hat, das ist eine Filterblase, in der die leben, mit einer Käseglocke drüber, mit der eigenen Welt und einer eigenen Sprache. Wo in welchem Gesetz steht, dass ein Minister aus einer Partei kommen muss? Wir hatten die letzte rechtlich reine Regierung, die wirklich frei demokratisch gewählt war. In Deutschland, wann hat man die? Das war 1989. Genau, die DDR-Regierung. Der war wirklich gewählt. Vom Volke damals noch ordentlich. Und was hat er als Regierung gesetzt? Da hat die Partei gar keine Rolle gespielt. Der hat ein Diplom Agrarökonom als Landwirtschaftsminister eingesetzt. Der hat einen Betriebswirt, einen Volksbetriebswirt als Wirtschafts-, der hat nur Fachleute in die Fachgebiete reingesetzt.
Ging ja eh nicht lange, war bis zu dreiviertel Jahr. Ja. Aber es ging heute genauso. Überlegt euch mal, so blöd wie es klingt, unsere Frau Bundeskanzlerin hätte irgendeinen General AD genommen und hätte ihn als Verteidigungsminister eingesetzt. Alleine wie viele Milliarden wir da an Beraterkosten gesprochen. Weil der Mann ist ja vom Fach. Da braucht sie nicht beraten lassen. Oder wir nehmen den Herrn. Ja, was gibt es noch Beispiele? Es gibt genug Beispiele. Einen guten Wirtschaftsboss, der das gerne machen möchte. Der jetzt sagt, ich setze mich jetzt wirtschaftlich zur Ruhe, ich will jetzt was anderes machen. Gut, gehe ich in die Politik. Der braucht keine Berater, der braucht keinen McKinsey, der braucht nicht, der braucht sich nichts erzählen lassen. Der ist vom Fach, der lässt sich auch keinen Bewuchs. Das sind Milliarden, die eingespart sind. Und die Leute treffen auch wahrscheinlich sinnvollere Entscheidungen als Trost von Beratern, die alle nochmal geschmiert werden, die dann wieder andere Leute schmieren, dass sie ihren Beraterposten behalten. Das ist doch, die schmieren sich so sehr, die wissen gar nicht mehr, wo sie hingeschmiert haben. Alles finanziert von uns. Genau. Ja, und alles von 5 Millionen Leuten, die wir das finanzieren. Und normalerweise sollte der Sumpf ausgetrocknet werden. Wir haben 15,5 Millionen Steuerzahler. 15,5 Millionen Leute zahlen in diesem Land voll Steuern. Ja. Und von dafür sind 5 bis 6 Millionen Leute, die wirklich Geld erarbeiten. Richtig. Durch ihre Händearbeit. Der Rest ist wieder diese, die haben ihr Geld auch verdient. Möchte ich gar nicht abschreiben. Darum geht's euch. Aber die mit ihrer Hände arbeiten, mit ihrem Schweiß und mit ihrem Geiste, wirklich aus nichts Geld machen, Wertschöpfung betreiben, sind 5 bis 6 Millionen. Und diese 5 bis 6 Millionen halten diesen ganzen Laden immer noch am Laufen. Noch. Und das ist aber ein Potenzial, was wir haben. Wenn man das richtig einsetzt, können alle hier gut leben. Auch unsere Rentner brauchen sich keine Sorgen mehr machen und. Man muss bloß, das Geld ist genug da, man muss es bloß sinnvoll verteilen. Und auch nicht auf die Idee zu kommen, bis 70 auf die Rente zu warten im Prinzip. Das ist der Hohn. Das sind die Grundlagen. Leute, überlegt euch genau, was passiert und was die von euch wollen. Zurzeit ist ganz schwer im Kommen, die Grundrechte wegzunehmen, die zu beschneiden. Das ist ganz groß in Mode. Das ist ein Hauptproblem zurzeit. Wie sie dieses Artikel 20 wegkriegen, dass sie den Rest gecancelt kriegen. Passt auf wie die Füchse. Das ist das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann. Und dann Rest, belest euch in alle Richtungen. Ich weiß, im Internet steht viel, aber lest mal zu Ende und lest auch mal die andere Seite, was die für Argumente bringen kann. Dann überlegt man sich manchmal doch, das ein bisschen. Ich war oben auf dem Level, keine Sorge, das ist noch gar nicht lange her. Man liest immer mehr und manche haben einen Hang dazu, sich zu belesen und zu recherchieren und auch die Gabe, in alle Richtungen zu gehen. Wir haben viele, die gehen bloß in eine Richtung. Und dann haben die diesen Fakt, den die finden wollen, und dann bauen die da drauf. Und dann sind die eisern. Und da kann er noch so falsch sein, aber da sind die eisern dabei. Das sind viele von diesen YouTube-Bloggern, kenne ich manche. Weil die rennen sich fest. Die wollen zum Beispiel, das Schlimme ist, ich sag's immer, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Egal wie es ist, egal wie richtig denn ihre Argumentation rechtlich sein soll, die Zeit können die trotzdem nicht zurückgehen. Wir müssen das, was wir jetzt haben, nehmen, versuchen zu bewahren und darauf aufzubauen und zur Zukunft gestalten. Alles andere ist völliger Humbug. Das stimmt. So, damit möchte ich es auch also beenden von meiner Seite. Jawohl, ich wollte bloß mal sagen, jawohl, war super. 436 Leute haben wir hier auf dem Livestream. Kalle, wie viel hast du drauf? Ja, also wie gesagt, es ist schön, wenn sie mit da gewesen wären, aber es zeigt eigentlich, dass Interesse da ist. Und das ist ja schon mal entscheidend. Na, also das ist schon mal echt super. Weißt du noch, was du sagen wolltest? Ja. Also, jetzt haben wir noch jemanden. Ich bin ja seit sag mal jetzt knapp über einen Monat bei Telegram dabei. Und da gibt es so ein Forum, das nennt sich Einzelfälle. Was ich dort erlebt habe, in kürzester Zeit, da rasselten die Einzelfälle nur so runter. Das ist Wahnsinn. Und die hauptsächlichen Taten finden immer noch im Westen statt. Nur, was ich mitbekommen habe, diese Taten finden immer nur dazu statt, um die Leute dort drüben einzuschüchtern. Die Leute sollen, die werden mit Angst, förmlich Angst regiert. Die Migranten werden benutzt, die machen Gewalt, Überfälle, Raub, Stehlen und so weiter. Nur um die Leute einzuschüchtern. Und ich habe es gehört, die machen das, was wir früher mit anderen Methoden gemacht haben. Genau so. Das machen die. Ne? Richtig. Und, die auch ganz groß raus. Und in Halle hat, ich glaube Ende letzten Jahres, hat das richtig massiv angefangen, dass dort die Fälle sich auch gehäuft haben. Und das war auch nur Mittel zum Zweck. Ja. Denn langsam ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden. Aber es war halt vor kurzem noch eine Zeit, wo ständig genauso Fälle runterrasselten. Daran habe ich erkannt, dass das alles nur Mittel zum Zweck ist, um die Leute massiv einzuschüchtern, Angst zu verbreiten. Wie du schon gesagt hast, die Regierung regiert mit Angst.
Durch alles. Egal ob Migranten, egal ob sozialen Abstieg, egal ob Arbeitsplätze. Sie regiert nur mit Angst. Selbst die Migranten haben mit Angst gesteuert, mit Angst vor der Abschiebung. Ja, genau. Und dann geht's nicht weiter. Da geht der Kreis weiter, genau. Wir müssen uns selber ernsthaft bewusst werden. Wenn wir nichts machen, verlieren wir alles. Ja, wir verlieren den sozialen Status, wir verlieren den Arbeitsplatz. Wenn wir was tun, können wir verlieren. Aber wir haben wenigstens was getan. Richtig. Richtig. Dazu stehen wir hier. Und dafür stehen wir hier. Es könnten mehr sein, aber wie gesagt, das ist erstmal egal. Entscheidend ist, dass überhaupt was gemacht wird. Deshalb sage ich den Leuten alle, Leute, steht auf. Ihr könnt nicht zu Hause weiter auf der Couch sitzen, bloß zusehen. Und denken, ihr werdet es nie verlieren. Ihr werdet alles verlieren, wenn ihr nichts tut. Richtig. Also auf die Straßen, redet, nur eine Frage redet der Zeit. Kommuniziert miteinander und lasst euch nicht in dem Sinne spalten. Denn das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen zusammenarbeiten. Denn dann können wir auch was schaffen. Genau. Danke. Ich, gut. Aber hier hatte gerade jemand geschrieben und wir müssen den Schuldkult müssen wir praktisch genau ablegen. So und das genau ist das, was eigentlich immer uns aufgebürdet wird. Richtig. Unsere Regierung hat ein spezielles Wort, was sie ja heute immer noch anwendet. Das nennt sich generationsübergreifende Schuld. Mhm. Ja, genau. Ja. Ich bin 76 geboren. Was habe ich mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Eben. Was soll der Blödsinn? Eben. Niemand hat das mit zu tun. Wer mir da die Schuld aufbürden will, den trete ich in den Hintern, ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber das wollen uns bloß unsere Politik aufbürden, niemand anders. Kein Land der Welt, das kriegt auch noch keinen Sinn. So, also noch jemand irgendwie hier? Ein paar gescheite Worte. Also es war schon sehr gut, also sehr positive Kommentare hier. Wunderbar, über dich und über einmal frei. Super. Machen wir offiziell Schluss und dann können wir noch bequatschen. Genau. Ja, genau. So, also liebe YouTube-Freunde, ich werde euch mal mit den letzten Bildern hier von der Stadthalle in Chemnitz und dahinter liegende Dorinth Hotel werde ich mal jetzt die letzten Worte noch sprechen. Macht's schön gut. Wie gesagt, lasst euch einfach mal am Sonntagvormittag überraschen, was passiert. Ob Brückengespräch oder ein kurzes Randfichtengespräch. Ja, irgendwas wird stattfinden. Ich weiß noch nicht ganz genau was, aber lasst euch überraschen. Wie gesagt, die letzten Bilder von der Stadthalle in Chemnitz und dem Dorinth Hotel, früher Kongress. Und hier natürlich der Rote Turm, wo wir uns heute wieder getroffen haben. Gelbwesten Chemnitz. Nächsten 14 Tagen gibt es das Gleiche wieder und ich denke mal, es hat euch gefallen und hoffe, dass noch ein paar mehr teilt natürlich den Beitrag. Mach's schön gut. Teilt den Beitrag, dass wir vielleicht noch ein paar Leute aufwecken können und dass wir aus der Blase mal ein bisschen rauskommen. Und ja, und was ich noch sagen wollte, mein Spruch immer, seid und bleibt immer schön patriotisch. Tschüss.